Hey, hallo! Da ja die Hanna vor kurzem in ihrem Video ihren Rucksack vorgestellt hat, mit dem sie jetzt nach Thailand fliegt, das Video verlinke ich euch oben oder unten, möchte ich einfach mal auch einen Rucksack vorstellen, und zwar sozusagen das absolute, ja, Gegenbeispiel. Also Hanna hat ja so einen qualitativ hochwertigen Rucksack für 150 Euro oder so, lassen Flüge, weit über 100 Euro gekauft, und ja, und ich hab seit ungefähr 2 Jahren einen Rucksack, der kostet 27,95 €, mit dem ich wirklich fast täglich einkaufen gehe und wirklich, sag ich mal, so 20 Kilo ungefähr immer trage. Das heißt, der wird extrem belastet, und das seit 2 Jahren. So, und kostet 27,95 €. Und ich wollte euch den schon lange mal vorstellen, und ja, und deswegen hole ich das jetzt nach. Er hat Vorteile, hat Nachteile, aber wenn ihr einfach wirklich so mal so einen richtig billigen und trotzdem guten, meiner Meinung nach guten Rucksack wollt, dann wollte ich euch einfach jetzt den Rucksack hier mal vorstellen. Und zwar dieser ist es. Sieht nicht besonders schön aus, sieht ein bisschen aus, so, ja, wenn nicht so ein bisschen Army-Style oder so, keine Ahnung. Und auf jeden Fall, man muss halt bei dem her einfach den Preis sehen. Man muss sagen, seit 2 Jahren kaufe ich hier meine ganzen Bananen. Also ich kaufe immer so meist 10 Kilo Bananen und dann auch halt noch anderes Obst hier ein. Das sind 50 Liter. Das wirkt gar nicht so groß, aber 50 Liter ist verdammt viel. Also wie gesagt, ich bekomme hier 10 Kilo Bananen rein und plus noch ein Netz Äpfel, Zwiebeln und noch viele, viele andere Sachen. Also wenn ihr euch vorstellt, so ein Einkaufswagen voll. Also dieser Einkaufswagen, wenn ihr den, sag mal, die untere Lage komplett voll macht, also die großen Einkaufswagen, die es heutzutage gibt, die untere Lage komplett voll macht, kriegt ihr problemlos in diesen Rucksack rein. Also wie gesagt, ich bin begeistert, trotz noch eines Nachteils, der kommt aber gleich. Und ja, also kurz zum Rucksack, der hat also 4 Fächer, die es zu nennen gibt. Einmal die zwei hier vorne. Hier passt zum Beispiel so auch so eine Packung Party-Tomaten rein oder alle möglichen ja, kleineren. Also zum Beispiel so eine 500 ml-Packung von Sojamilch oder sowas passt rein. Eine Literpackung Sojamilch passt hier nicht rein, das ist von der Länge her nicht. Aber hier passt vieles rein. Auch so eine Packung, so eine 6er-Packung oder so eine Nektarinenpackung. So, solche Sachen in dieser Plastik. Ich tue die Plastik zwar dort lassen, aber das passt hier halt rein. Also das ist hier oben das Fach, und unten, das ist auch schon ein richtig großes Fach, da passt halt zum Beispiel 2 Liter Sojamilch passen hier rein, hier passen extrem viel Obst und Gemüse passt hier rein, so eine ganze Möhrenpackung passt rein, da passt dann noch mehr rein. Und ja, also die beiden Fächer, und die haben die Reißverschlüsse, sind immer so doppelseitiger. Das heißt, ihr könnt die von beiden Seiten zumachen, und sollte mal einer kaputt gehen, die Reißverschlüsse sind ja immer so das, was mit am ehesten kaputt geht. Auch nach 2 Jahren Reißverschlüsse einwandfrei. Jeder Reißverschluss funktioniert einwandfrei. Also das ist keine Schwachstelle. So, und ja, wie gesagt, also sind die zwei Fächer vorne. Und dann gibt es vorne zwei große Fächer. Einmal das hier und dann das hier hinten. Das ist noch größer. Und da passt halt wirklich, ja, insgesamt halt 50 Liter. Ihr könnt ja mal gucken, was ist das extrem viel. Und vergleicht auch mal die Preise mit anderen. Wie gesagt, das ist der billigste, glaube ich, den es zu kaufen gibt. Und ja, er ist halt wahnsinnig stabil. Bis auf eine Sache, da kommen wir gleich noch dazu. Er ist sogar regendicht, sage ich mal. Also ich bin mit ihm im Regen schon draußen rumgelaufen und hatte zum Beispiel einen Laptop drin, habe total Panik, kriegt schnell gelaufen, aber der Laptop war noch trocken. Also da kann auch ein bisschen Regen sogar ab. Aber für den Einkauf, für den Alltag braucht es eigentlich nicht wirklich. So, ja, also, ach so, in den Innentaschen sind ja noch seitliche Innentaschen, so extra noch, aber das ist alles Kokolores. Ja, hinten, was toll ist. Da lässt sich richtig geil tragen, weil da hat er ja so eine richtig feste und auch so wo es einen Schweiß aufnimmt, so eine richtig, die sich an den Rücken andrückt, so eine richtig, ja, einfach, also selbst wenn ihr 20 Kilo oder mehr tragt, fühlt sich das richtig angenehm an. Das ist eine ganz, ganz dicke, schaumige, was sich an den Rücken dran macht, aber halt atmungsaktiv, und von daher, da lässt sich wirklich richtig gerne tragen. Und die Schulterpolster sind auch richtig fett und auch gut einstellbar und so weiter. Dazu hast du halt sowohl, gerade wenn ihr schwer tragt, zwei solche Gurte, die ihr einmal im Bauch und dann einmal hier oben sozusagen. Wo ist er? Hier. Um den Brustkorb. Das heißt, ihr könnt ihr die zweimal hier und hier noch zumachen. Und gerade wenn ihr viel tragt,
dann mach die zu und tu das richtig schön an Körper anpressen. Das heißt, hier richtig schön einstellen, hochziehen und das schön festmachen. Und dann seid ihr verbunden mit den 20 Kilo und das sind die 20 Kilo gar nicht so viel. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich einkaufen gehe, bis zu 5 Kilometern mit den 20 Kilo und es geht problemlos, weil er halt echt gut ist und wie gesagt belastbar. So, jetzt kommen wir zu dem einzigen Nachteil, den ich festgestellt habe. Man muss vorstellen, ich habe jetzt 2 Jahre damit wirklich fast täglich eingekauft, viel eingekauft, schwer eingekauft und lange gelaufen damit. Und ich habe auch andere Sachen außer einkaufen mit dem Rucksack. Das ist mein Rucksack. Potluck, nehme ich immer den Rucksack mit. Also wie gesagt, das ist wirklich mein Rucksack. Eine Schwachstelle hat der Rucksack und das möchte ich euch auch sagen. Weil wenn ihr das nämlich ja, nicht macht, was ich gemacht habe, ja, dann ist vielleicht doch nicht so ein guter Rucksack für euch. Und zwar hier oben, seht ihr das? Das hier, also die Verbindung von dem Träger zum Rucksack, diese hier, sind ungefähr nach einem Jahr, haben sie aufgelöst, die Naht hat sich gelöst. Und ja, und da habe ich einfach mit Sternzwirn oder Nadel, also wenn ihr sowas näht, was belastbar ist, Sternzwirn nehmen, das ist immer der Beste. Ich hatte Nadelarbeiten 1, ich weiß das. Und ja, mit Sternzwirn dann sozusagen einfach ja, durchnähen und Ende machen. So. Und das habe ich bei beiden Seiten machen müssen. Das eine nach einem Jahr, den nach einem Jahr und den nach anderthalb Jahren. Also das hat sich dann als erstes gelöst. Das ist sozusagen die Schwachstelle des Rucksacks. Aber wie gesagt, ich habe echt viel getragen und lange und täglich. Und also, aber das ist halt das, was dann sozusagen, sieht dann halt wahrscheinlich nicht mehr so schön aus. Aber wenn ihr einfach wirklich einen billigen, belastbaren Rucksack habt, wo viel reinpasst, wirklich, also meiner Meinung nach führt kein Weg an diesem Rucksack vorbei und ich habe den so lieb gewonnen, ich habe den so, und ich wollte den eigentlich schon lange mal vorstellen, ich mache ja immer die Christian Check Reihe, mittlerweile mache ich ja fast nur noch Bücher, aber solche Sachen, ey, das muss einfach, also wie gesagt, meiner Meinung nach, ja, sollte man das wirklich als Alternative in Betracht ziehen und man kann sich natürlich auch, wie Hannah, so einen qualitativ hochwertigen 150 € Rucksack holen, aber ja, ja, ist sicherlich schön und wenn man das Geld hat, kann man das auch tun, aber wie gesagt, der kostet hier 27 € und ich bin total begeistert und ich wollte ihn einfach vorstellen und ja, das soll es heute gewesen sein. Macht's gut, Christian.